Gesund bleiben bedeutet Erkenntnis. Und Erkenntnis bedeutet die Doppelunwahrscheinlichkeiten, die Doppelunmöglichkeiten des Seienden, nicht zu sich selber kommen zu können, zu verstehen. Und zu verstehen, dass am Ende der Bedeutsamkeits- oder Sinnlosigkeits- oder Sinnkette die Notwendigkeit steht, die Banausitäten, die Banalitäten, den Unsinn, das Vergessen, das Vertrödeln der Zeit, sprich das Erleben der Augenblicksmomente als Zentrum des Vergessens gegen jenen Voraufklaffungsvorgang des Gebärens, des Blutigen, des Aufklaffens, des Tödlichen, sprich der Spiegelreflexionserzeugungsmatrix, dass es darum geht, einen Augenblicksmoment an den anderen zu hängen, im Vergessen der Zeit und im sicheren Bewusstsein, dass das der Sinn gewesen sein würde. Der erlebbare, erleibbare Sinn wenigstens derjenigen, die sich in der Körperkette fortsetzen.